Servus Leute, willkommen wieder zurück zu Super Mario Odyssey. Ja, es geht hier einfach direkt weiter. Man geht einfach auf Spiel fortsetzen im Hauptmenü und schon ist man wieder da. Also ganz super, geht schnell weiter. Ich habe jetzt mal die Steuerung gewechselt von den, ja, das hier geht schon wieder weiter. Von der Joy-Con-Halterung zu... Oh, oh. Zu den Joy-Con einzeln, nur halt mit den, wie heißt die Dinger, diese kleinen da, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, mal gucken, ob das gut geht. Ist nämlich auch das erste Mal, dass ich damit spiele. So, schnell hier rüber, damit ich noch die 3 Münzen kriege, die habe ich das letzte Mal ja verpasst. Wir brauchen nämlich nur noch 2, dann können wir uns schon den coolen Cowboy-Hut leisten. Ja, jetzt kommt die Passage wieder, die kennen wir ja schon. Immer schön springen, damit wir auch ja nicht getroffen werden. Das war ganz schön knapp. Gleich haben wir's, gleich haben wir's. ...750 Münzen. Ich bin mal gespannt, wie viele Münzen wir insgesamt kriegen. Es müssten doch... Na gut, man gibt bestimmt auch mal immer wieder welche aus. Also hier sind die Mondstückchen, davon müssen wir genügend sammeln. Und was zur Hölle bist du? Ah, das sind... Der sieht ja lustig aus. Ah, stark. Hä, aber wenn wir eine Sonnenbrille aufhaben, können wir uns nicht mehr schnell... Was ist denn das bitte für eine Logik? So. Ah, hier brauchen wir wahrscheinlich die Mondstückchen. Alles klar. Dann suchen wir mal weiter. Da oben ist zum Beispiel noch eins. Können wir irgendwas mit dem Kaktus machen? Gar nichts. Gut, da möchte ich auch lieber nicht dran laufen. Wahrscheinlich kriegen wir dann einfach nur einen Punkt Schaden und den möchte ich jetzt nicht riskieren. Das hier sieht äußerst unverträglich aus. Warum sitzen die Vögel da drauf? Dann ist doch da was. Ich spring mal drauf. Ich dachte jetzt schon, es wär einfach nur ein lustiger Bug, aber hat darauf hingewiesen, dass dort etwas ist. Guck mal, hier sind sogar Fußspuren von Bowser. Wie cool ist das denn? Och nee. Drunter gerutscht. Fußspuren von Mario verschwinden aber. Schon wieder so eine sowas Unsichtbares. Da auch. Münzen und wo ist das nächste? Da drüben ist zum Beispiel eins. Ich laufe jetzt einfach los. War so klar. Es war... Ah, ihr... Fies. Moment mal. Kann ich das vielleicht mit der Sonnenbrille sehen? Au. Kaputt machen und das auch. So, wir sehen nichts. Und wir sehen alles, jawohl. Gut, dann weiß ich ja, wo ich lang muss. Los geht's. Fies, fies, aber okay. Und... da drüben ist da noch eins. Dann hätten wir schon mal 4... Und dann war noch eins hier unten in der Gu-Lagune, oder? Ja. Sehr schön. Das Gebiet erinnert mich auch ein bisschen an diese Wüstenlandschaft in One Piece Unlimited Cruise 2. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Hier konnte man, glaube ich, drauf. Okay.
So, wir haben sie alle. Und schon geht's weiter. Außerdem gibt's erstmal einen Mond. Diese Steinfiguren sind so seltsam. Ich weiß es nicht. Ich kann's ja. Nee, das geht einfach nicht. Ein Mond für dich. Mondstück im Sand. Okay, weiter geht's. Kommt jetzt hier noch ein Level oder... Ich meine, wie komme ich wieder zurück? Muss ich die ganzen Level einfach nur so... Ich weiß nicht, wir gucken einfach weiter. Ich würde jetzt nicht gleich zurückgehen. Vor allem da oben ist ja schon das Schiff. Kopfstand, Pyramide, Showdown. Das klärt schon mal ein bisschen was auf. Es wird ein Battle geben. Zeit für ein Duell. Yu-Gi-Oh! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Okay, hier kann ich auch mit dem Joy-Cons, nur mit dem, also mit dem rechten Joy-Con kann ich hier bewegen und mich umsehen. Mit Y zoomen. Alles klar. Die Pyramide sieht schon mächtig cool aus. Erinnert mich ein bisschen an Digimon. Wie komme ich wieder raus? So. Wunderbar. Ich verstehe nur immer noch nicht, warum hier überall Eis verteilt ist. Ich sehe Münzen in Form von Kakteen. Kakteen finde ich auch ziemlich cool, aber... habe ich jetzt nicht selber. Die sind mir ein bisschen zu langweilig. Die stehen nur rum, sehen zwar teilweise ganz cool aus, aber stehen halt nur rum. Und fleischfressende Pflanzen, die hängen und bilden übelst coole Fangmechanismen aus. Das ist halt einfach stark. Was bei der Kopfsteinpyramide? Was ist bei der Kopfsteinpyramide los? Die sind bestimmt auf unseren Ring der Einheit scharf. Oh, da gibt es wahrscheinlich mehrere. Sauron, Mario, also... Oh, hier ist... Also, es ist... purer Skill. Ist bestimmt noch ein Mond. So, und jetzt... Ich weiß nicht, es wirkt gerade so, als wollen die sich immer selbst umbringen. So, haben wir schon mal... Ah! Das war nicht geplant, verdammt. Nee, Moment, ich hab nicht ganz aufgepasst. Okay, gut, jetzt hab ich's wieder. Scheiße. Zu kurz Ach, ist das Mist. Und man ist sofort tot. Das heißt, da, wo ich vorhin einfach in die Gulagune reingehüpft bin, da ist wirklich... Na, Moment, das kennen wir jetzt. Ups, voll davor gehüpft. Sammeln? Ah, die werden dann zu normalen Münzen. Alles klar. Das ist mir jetzt voll egal. Und jetzt sind wir hier. Ah. Jawohl, ein Mond für dich. Das unsichtbare Labyrinth. Und jetzt... Ja. Oh. Kleiner Panikanfall. Ich muss noch mal kurz runter, ich will die Münzen. Wie ich schon angemerkt habe, denke ich an die Münzen. Ach Mann, der Wandsprung ist hier irgendwie ein bisschen komisch. Aber wir sind wieder oben und jetzt geht's zur Kopfstandpyramide. Und dann geben wir Bowser 1 auf sein stachliges Hinterteil. Wer bist du denn? Renn nicht so panisch rum. Aber du siehst echt lustig aus, auch wenn du ein Totenkopf bist. Ich bin so durch den Wind, drei meiner kleinen Schafe sind verschwunden. Bring sie zu mir zurück, bitte! Schafe?
In der Wüste? Na gut. Hier, wir können uns ein bisschen rollen. Das ist nämlich echt eine wirklich schnelle Fortbewegungsmethode. Da ist was. Das sah mir schon so verdächtig aus, deswegen muss ich da mal hoch. Wie kann ich mit der reden? Ah, verdammt, die Kamera. Ich will ganz auf den Kopf. Du bist kein Hut. Ja, aber irgendwas muss doch hier sein. Ja, keine Ahnung. Da müssen wir nochmal später hingucken. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Stampfattacken sind eigentlich immer die Lösung, aber hier anscheinend nicht. Ja, mit dem müssen wir jetzt auch nicht allen quatschen. Wir müssen einfach nur da rein. Der hier hat noch was für uns. Das Brautpaar ist dort hinein. Ich glaube, es hat es auf den leeren Ring der Einheit abgesehen. Das werden wir nicht zulassen. Ups. So, Bowser, gib mir meine Frau zurück. Im Inneren der Kopfstandpyramide. Da ist eigentlich die Frage, ist Mario eigentlich die ganze Zeit schon mit Peach verheiratet und raubt Bowser sie immer dann oder sind die nicht verheiratet? Wunderbar. Ah, da kommt ja gleich noch eine. Wie gemein. Okay, hier wird es wieder 2D. Ich freue mich schon drauf. Glatte 800 Münzen. Und schon ist es wieder kaputt. Cool, hier wird wieder ein bisschen Super Mario Galaxy gemacht. Oh je. L plus Y. Ah, da laufe ich schneller. So, genau und ja, wunderbar. War eine schöne Passage, macht echt Spaß mit den 2D-Passagen. Oh, das war knapp. Einfach immer weiter hüpfen. Scheiße. Ach, traurig. Der letzte, der war ein bisschen irgendwie, da war irgendwie kleinere Abstände und da habe ich es nicht drauf geschafft. Hui. Ah, nee. Gut, hat mich nicht erwischt. Sogar die wären einfach wieder normal. Ich sehe nichts. Ja, danke. Oh, ich muss hier noch ein. Na gut, da übernehmen wir lieber am besten eins. Hallo, ich möchte hier durch. Man kann da einfach beschleunigen, das ist so cool. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach so, ich muss. Ja. Nein! Das war mies. Voll dagegen! Hier den ganzen Kaktusmist machen wir erstmal weg. Der hat in der Pyramide nichts verloren. Und ich glaube, jetzt könnte man sogar da sein. Ja, gut, hier ist nochmal ein Herz. Volles Leben, wunderbar. Ja, hier ist auch nichts mehr. Auf geht's. Ihr sucht den Ring der Einheit, den hat der Chef schon sich schon gekrallt.
Ihr armen Schlüffner seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Oh, die hat einen Eisenhut. Das ist natürlich... Ja. Der kann ich überhaupt nichts entgegensetzen. Ah, okay. Ach so, ich muss nur die große treffen. Ich dachte, ich kann hier die Bomben zurückwerfen, aber das läuft wohl nicht. Ich weiß nicht, ich vermisse ein bisschen Bowser Jr. und das geht auch. Bowser Jr. und hier Ludwig und die ganzen so, die waren ja eigentlich immer mit dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bowser so unzufrieden mit den ist, dass er sie gefeuert hat. Zack. Verdammt, 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 verdammt. Ach so, die kommt auch von selbst wieder runter. Jawohl, erwischt. Und das war's auch schon. Ein Multimond. Aber was man jetzt noch so gesehen hat, diese Wüsten, dieses Wüstenland ist größer als man denkt. Hier da hinten ist noch eine Oase und da gibt es bestimmt noch einiges zu holen. Achso, nach jedem Multimond kommen wir direkt wieder direkt zurück zum Schiff. Hä, was passiert denn jetzt? Diese miese Brodal hat es uns echt nicht leicht gemacht. Aber wir greifen uns weiterhin unsere Monde. Oh, die Kopfspannpyramide schwebt und es ist erheblich kälter geworden. War hier Bowser am Werk? Der Kerl bringt immer nur alles durcheinander. Okay, wir haben hier auch... Ich denke mal, die Odyssee hier, die ersetzt so... Das, was zum Beispiel Rosalinas Schiff war, dieser Basispunkt. Hier kommen wir rein. Und hier drinnen können wir uns auch noch umgucken. Da gibt's... Hier ist ein Kleiderschrank, also Kapitänsmütze, normale Mütze, Sombrero. Ich möchte mir jetzt erstmal den Cowboy-Hut kaufen. Wie viele von den Münzen habe ich? 25, das sind ganz schön wenig. Was ist das hier? Ach, das ist bestimmt die Anleitung, oder? Nee, das ist ein Reiseprospekt. Das Reiseland in drei Punkten. Das kleine, muntere Dörfchen und sein... Okay, warte, kann ich nicht lesen. Hast du einen Rücksetzpunkt aktiviert, kannst du das entsprechende Symbol auswählen und mit A dorthin fliegen. Ah. Charmanten Einwohnern, hier stehen... Wirklich, das ist einfach nur ein Reiseprospekt. Die Brutzelebene. Ich lasse es mal kurz, falls ihr pausieren wollt und euch das durchlesen wollt. Ich werde es mir auch jetzt nicht durchlesen, sondern irgendwie später. So, auf geht's zu... Nee, Moment mal. Ich muss nochmal kurz rein. Da stand irgendwas von Rücksetzpunkt. Nee, das war falsch. Ich wollte nicht B drücken. Ah, hier stehen dann welche Monde ich schon habe. Wollt mir jetzt aber nicht erzählen, dass es hier 69 Monde gibt in einem. Anscheinend doch. Okay, dann finde. Wow, das sind dann echt verdammt viele. Das ist das Hutland, das ist das Kaskadenland. Da gibt es einiges zu holen. Aber hier dahin, ich habe die doch eigentlich schon berührt. Ich dachte, ich kann hier mit so einem Rücksetzpunkt dahin fliegen.
Rücksetzpunkt. Na gut, anscheinend nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Shop. Vielleicht habe ich es jetzt auch nur einfach nicht kapiert, was ich machen kann, aber ist ja auch egal. Oh, was war denn das? Wie furchtbar, es ist noch kälter geworden. Ja, wir müssen echt was unternehmen. Die Kopfstandpyramide hat sich in die Luft erhoben und jetzt weht total eisiger Wind aus einem Loch unter ihr. Auf in den Shop. Es wird Zeit für unseren Cowboy-Hut. Die sehen aber auch aus. Hallo. Poncho, der Cowboy-Hut und das Cowboy-Outfit würde ich eigentlich am liebsten haben. Also Cowboy-Hut und Cowboy-Outfit, klar. Aber das nehmen wir jetzt. Wolltest du das hier haben? Kaufen. Danke für den Einkauf. Jetzt umziehen. Du kannst es wohl kaum abwarten, deinen Kauf gleich jedem zu zeigen, was? Genau so sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Lief ja auch so, als ich Super Mario Odyssey gekauft habe. Bin aus dem Laden raus und jeden auf der Straße. Hier, hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Genau so hier immer. Zack und zack. Ein Hund. Der sieht ja süß aus. Auch mit Cowboy-Hut. Und hier kann ich mich auch umziehen. Wie zum Teufel kommt ihr an meine Klamotten ran? Die eigentlich auf der Odyssee sein sollten. Ist auch egal, aber die lila Dinger, die kommen auch nicht mehr wieder. Also wenn die einmal weg sind, sind die weg. Moment, ich wollte hoch auf die Dächer. Oh, der sieht... Ja, das... Kommt der hierher? Nee, der macht weg. Naja, ich will erstmal zu der Pyramide laufen. Ach komm, den haben wir jetzt gesehen. Okay, ich wollte mal probieren, ob ich einfach über Gegner rollen kann, aber das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Jawohl, da ist einer. Hat jetzt gar nicht lange gedauert. Flatterhaft in der Wüste. Noch einer, was? Was ist denn hier los? Vogeltreffpunkt. Und was ist hier noch? Reisetipp, Mützensprung. Wirf deine Kopfbedeckung und halte Y gedrückt, um diese eine Weile auf der Stelle rotieren zu lassen. Sprinte anschließend auf sie zu und darauf, um einen großen Sprung auszuführen. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich davor abspringen, aber okay. Später können wir nochmal hierhin zurückkehren. Jetzt müssen wir erstmal zur Pyramide. Oh, verdammt. Oh, die kommen aber echt überall. Immer schön in den Lauf hinein. Nein! Und Vollgas. 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 Nein, kein Vollgas. Geschafft. Das hier kriegt wahrscheinlich erst Bedeutung, wenn das Eis weg ist. Na, war das mies. Ah, die Wandsprünge sind hier echt nicht so doll. Jetzt muss ich hier unten warten. Wunderbar. Gut, den letzten habe ich jetzt nicht bekommen, aber hey. Leben habe ich hier jetzt auch noch nicht gesehen. Fällt mir gerade mal so auf. Vielleicht immer, wenn man 1000 Münzen hat. Glaube ich mal nicht. Es gibt einfach keine Leben dann halt.
Du kriegst mich nicht. Oh, vielleicht doch. Ja, das ging dann wohl in die Hose. Und los geht's. Ach, Leute, geht mir doch mal aus dem Weg. Moment mal, gibt's hier vorher noch einen Reisepunkt? Ich möchte da jetzt noch nicht rein. Da vorne ist auch noch was. Na bitte. Ein Mond für dich vom Taxigefall. Was? Hier ist auch noch eins. Das ist aber eine Eispyramide. Da kommen wir wahrscheinlich noch nicht rein. Was ist das hier? Oh, die tauchen wirklich immer direkt vor einem auf. Okay, Leute, das nächste Mal machen wir dann hier weiter. Ich finde jetzt doch keinen Reisepunkt mehr, leider. Und dann gehen wir mal da runter und schauen mal, was uns dort erwartet. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein!